Hallo Freunde der Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 15 mit der Spielerkarriere. Es geht weiter mit Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Und die stehen auf Platz 9 hinter uns. Das heißt, wir können uns hier nochmal einen richtig, richtig großen Raum verschaffen und uns sozusagen nach hinten komplett absichern. Wenn wir heute gewinnen, dann kann nur noch, ich glaube Mainz war es, die jetzt da noch dazwischen standen, da noch was machen. Ansonsten sind wir auf jeden Fall nach hinten hin abgesichert. Was wichtiger ist, ist, dass wir nach vorne kommen. Denn wir haben noch die Möglichkeit, uns für den UEFA Cup hier zu qualifizieren. Und selbst wenn wir nächste Saison hier nicht mehr sein werden, und das ist sehr wahrscheinlich, möchte ich natürlich die bestmöglichen Ergebnisse hier für unseren Club jeweils immer auch holen. Denn ansonsten macht es ja keinen Sinn, wenn ich mich hier schon damit zufrieden gebe, selbst eine gute Saison gespielt zu haben. Und das ist der Fall gewesen. Ich dachte hier gerade, der Torwart will uns mal gleich richtig schocken. Der gute Wolf. Ich bin ja auch sehr gespannt, wie es aussieht, wenn wir zu Dortmund zurückkehren. Gerade was die Torwartposition angeht, ob Langerak schon drin ist, ob sich oder ob da Verstärkung geholt wurde, ob Weidenfeller eventuell doch noch drin ist oder wie auch immer. Uiuiuiui. Es gab ja schon die Situation, dass Dortmund da irgendwie 4 oder 5 Torwede hatte. Ich glaube, das war beim letzten Part, beim 14, ne? Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall hatte ich da schon so diverse Geschichten. Da war Weidenfeller dann noch da mit 37. Ich glaube, das war in der Spielerkarriere. Dann gab es Langerak und dann gab es noch 2 Jugendtorwede plus irgendwie anders. Also da sind schon manchmal richtig tolle Sachen, wo man sich denkt, das würde in der Realität niemals passieren. Ich glaube, das waren 5 oder 6 Torwede, die der Gegner da hatte. Das war schon ein bisschen unglaubwürdig. So, Elia und jetzt kommt Macchiari auf Yildirim, der übrigens sich jetzt hier einen Stammplatz erspielt zu haben scheint. Der sollte so nicht kommen, der sollte eingetäuscht werden, aber gut. So. García gibt die Flanke, aber die ist ein bisschen zu weit. Elia darf gleich nochmal, würde ich sagen. Macht er aber nicht. Yildirim. Und da sind wir. Und wir haben mal Platz, aber wir haben nicht die nötige Präzision, um das Ding dann zu verwandeln. Der wäre, glaube ich, auch nicht reingegangen. Der hätte Trapp wahrscheinlich gehabt. Aber sah jetzt nicht so schlecht aus von der Schusstechnik her. Und daher hätte es da vielleicht eine Ecke gegeben für. Wenn er dann drauf gekommen wäre, aber hätte, wäre, könnte, ist sowieso nicht passiert. Ja, wieder die schönen Jubel, wer nicht klatscht, ist Schalker. Rege ich mich jedes Mal wieder drüber auf. Zumindest wenn weder Schalke noch Dortmund spielt. Denn ansonsten macht das nicht wirklich Sinn, diese Parole. So, Di Santo und schön gemacht. Der ist momentan so ein kleiner Dribbler hier geworden und darf sogar selber mal abziehen. Da hatten wir nicht den direkten Weg, wäre dumm gewesen, den Pass da zu fordern. Deswegen die beste Variante hier aufs kurze Eck. Aber leider am Tor vorbei. Di Santo ja nicht wirklich der Torschütze. Das haben wir ja gemerkt. Aber was Vorlagen angeht und anscheinend jetzt auch schon das Dribbling, ist er gar nicht so verkehrt. Hat mittlerweile auch eine 77. Ich glaube, am Anfang hat er eine 75 gehabt. Wenn ich mich da recht entsinne. Können wir am Ende auch nochmal gucken, wie sich denn die Spieler alle verbessert haben. Das wird natürlich interessant. Ich glaube, wir haben 6 Punkte bisher gemacht und mehr wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Dafür bräuchten wir ein bisschen zu viele Leistungen noch. Da wird nicht mehr so viel kommen, was das angeht. Und meine Herren, die lassen die aber auch zu Chancen kommen hier. Der Gegner also schon 2 Hochkaräter hier gehabt. Aber ein Glück nichts rausgemacht. So, jetzt über die rechte Seite, über Fritz und über Elia. Und da kommt nicht der Pass, den ich haben will. Ich wollte den hohen Steilpass sehen. Dann wären wir nämlich durch gewesen vorne. Aber da habe ich gleich gesehen, Gibbet nicht. Und deswegen müssen wir uns da wieder zurückziehen. So, Hasebe jetzt hier mit dem Fehlpass auf Garcia. Aber der kann da wieder nicht überzeugen. Geht gegen den eigenen Mann und findet den Ball. Oh, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Macht keinen Scheiß. Doch, macht. Macht er wieder. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja, blockiert den Ball und geht dann runter und, naja. Gibt den Elfmeter für.
haben wir wieder schön was aufzuholen hier, wie es aussieht. Kittel macht ihn und ich nehme an, Wolf wird ihn nicht halten können. Doch, er kann ihn halten. Das war zu dumm, zu eiskalt. Beziehungsweise eiskalt wäre es nur, wenn er reingegangen wäre. Zu plump. Ganz einfach. Inui lässt sich da von Yildirim austanzen und Yildirim wieder. Schöne Aktion hier. So, haben wir da erstmal ein bisschen Platz gemacht. Yildirim. Macchiari. Und jetzt komm schon. Nein, noch nicht dahin. Mensch, ich will einen Steilpass in den freien Raum sehen. Nicht irgendwo gegen den Gegenspieler, bitte. So, Flum. Und Chandler. Nochmal Flum und wir sind da. Wir sind da, holen uns den Ball von hinten. Und das war aber mal... Na, das nenne ich aber mal faul, Kollege. So, Hasebe wird nicht angegangen. Typisches Verhalten unserer Defensivleute hier. Sehr, 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 sehr passiv. Da könnte ich auch noch 10 Sers ranhängen und es würde trotzdem noch stimmen. Also, das gefällt mir absolut nicht bei der Mannschaft. Ich hoffe, es ist bei Dortmund anders, denn Dortmund hat die meines Erachtens beste Innenverteidigung der Bundesliga. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Bayern mit Boateng den weltbesten Innenverteidiger hat, aber eben nur einen in diesem Kaliber. Dortmund hat mit Sokratis und Hummels da zwei absolute Weltklasse-Spieler und auch Subotic ist auf ähnlichem Niveau. Auch wenn die natürlich momentan nicht in Topform sind, aber normalerweise sind die alle sehr gut aufgestellt und auch Ginter ist jetzt nicht unbedingt nur eine, ja, Verstärkung der Marke Saar, sondern eine Verstärkung, die bei Freiburg Stamm gespielt hat und deswegen, wie gesagt, für mich die beste Innenverteidigung der Liga auf jeden Fall. Die, sagen wir es mal so, die stärkste. Kann man, glaube ich, auch an den Werten hier in dem Spiel ablesen. Ich glaube, die sind alle bei 85, 82, 81 und 77 oder irgendwie sowas. Bayern hat zwar auch solche Werte, aber gerade ein Dante ist nicht unbedingt so stark. Das war ganz schlecht von Fritz. Da muss er ein bisschen mehr den Drang zum Ball verspüren, sonst wird er nämlich nichts. So, wir müssen Druck machen, das macht nämlich niemand sonst und da gibt's das Ding, habe ich gerade gedacht, und da ist es nicht. Ein Glück. Wir haben hier richtig Schwein, dass die daneben schießen, wie sonst sowas. Aber es darf nicht so viele Torchancen geben. Das ist ja unnormal, was die hier zulassen an Chancen. Und wie gesagt, das liegt an dieser absoluten Passivität hier in der Mannschaft, die mich extrem stört. Und das ist die Halbzeit. Bisher mehr Offensivaktionen hier von Frankfurt ganz klar zu sehen. Das müssen wir in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall noch stark ändern. Sonst sieht es hier düster aus. So, Lukimia jetzt hier mit dem langen Ball. Das sieht doch schon mal gut aus. Und es läuft sogar mal jemand mit. Aber das war, was war denn das für ein Pass, bitte? Mensch, ihr mit euren Hackenpässen, die nicht mit Schmackes gespielt werden. Hacke kann man auch mit Schmackes spielen, ganz ehrlich. Musst du nicht liegen lassen, den Ball. So, Randa jetzt, komm. Macchiari nur geklärt. Wir brauchen den Ball. Bringt hier keine Klärung was. So, Zambrano. Schade. Sind hier ein bisschen alleine vorne. Jetzt geht man drauf, verdammt. Yildirim ja noch wenigstens jemand, der da Druck macht. Auch wenn er nicht wirklich auf den Ball läuft, aber jetzt wird man wieder sehen, was die Verteidigung verreißen kann, indem sie wieder so passiv sind. Ich drücke extra nicht, weil ich habe die ganze Zeit eben gedrückt und dann laufen sie wirklich nur hinterher und gehen gar nicht drauf. Das sieht aber jetzt immer noch genauso aus wie vorher. Ich weiß nicht, was ich hier noch drücken soll, damit die mal was machen. Es ist wahrscheinlich einfach gar nicht möglich, sie dazu zu motivieren, dass sie hier mal ein bisschen auf den Ball gehen. Das ist halt unsere ganz große Schwäche hier in der Mannschaft, dass wir einfach defensiv noch sehr, sehr schlecht aufgestellt sind. Oh, und solche Pässe, es ist doch nicht wahr.
Ich spiele den doch schon kraftvoll genug, dann spiele den doch auch so, wie ich ihn haben möchte. Ich habe automatische Passerkennung drin. Jetzt nimmt der Yildirim wieder runter. Sag mal, muss da bei dir verkehrt laufen, dass du immer diesen Junuzovic bringen musst. Meine Herren. Wenn er wenigstens mal Leistung bringen würde, aber da kommt nichts von dem Typen. Hier, typische Aktion. So, komm schon, zieh ab, Macchiari. Du hast den Weg zum Tor. Ach Gott, müssen wir natürlich oben vorbei. Aber nach oben verliert man meistens den Ball, komischerweise. So, Macchiari jetzt. Oh, das war mal ein kleines Schmankerl hier. Der war gar nicht so weit am Tor vorbei. Viel hat nicht gefehlt. Lass es einen halben Meter gewesen sein. Schade, schade. Das wäre natürlich schon mal ein schönes Tor gewesen. Und solche Dinge haben wir schon gemacht. Von daher ist das jetzt nicht unbedingt ein absoluter Glücksfall, sondern wenn dann schon kalkuliert. So, Kittel jetzt hier wieder unterwegs und Seferovic ist jetzt gekommen. Glaube ich auch ein sehr, sehr aktiver Spieler, viele Ballkontakte und sehr gefährlich. Lukimia bringt den Ball jetzt raus und Bartels darf uns jetzt hier anspielen, wenn er denn möchte. Junuzovic raus wieder auf Bartels und jetzt kommt schon, das war zu spät wieder. Ach Mann, Bartels. Ach Mann, das sah doch schon mal besser aus bei dir. Macchiari geht jetzt runter und wer ist der Kollege? Ich kann die leider noch nicht am Dingsack Barkfriede, glaube ich, ne? Ne, Groß. Der Felix sieht hier relativ alt aus, muss ich sagen. Ah, Mann. Wieder keine gute Aktion von uns. Jetzt haben wir den Ball zurückgeholt. Gehen hier nach innen und werden eigentlich gefoult. Das ist ein klares Foul. Weiß nicht, ob man das jetzt als, ja, Bagatelle durchgehen lassen kann. Ich will da gar nicht so böse immer sein mit denen, aber hier geht er ganz klar gegen den Mann. Wir haben da gar keine Chance mehr, gegen den Ball zu gehen, da er uns hier komplett abdrängt. Ist für mich ein Foul und muss Elfmeter geben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich klar. So, Elia. Rein mit dem Ball. Das gibt's doch gar nicht. Wieder diese Rückraumpässe. Geht drauf. Meine Herren, wie die da schlafen hinten. Garcia, geht doch. Mann, Mann, Mann. Die muss man immer erst ein bisschen motivieren hier, dass sie sich mal ein bisschen bewegen. So, Bartels. Ist ja wieder keiner frei. Wer muss sich freilaufen? Wir. Und warum passt du nicht dahin, wo ich sage? Mann, 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 jetzt klappt hier gar nichts mehr. Unsere Passgenauigkeit in dem Spiel extrem schlecht. Aber nur weil das Spiel überhaupt nicht erkennt, wo ich die Bälle hinhaben will. Solche Dinger kann ich leider nicht annehmen, tut mir leid. Die ist gerade ein bisschen ungünstig. So, drauf jetzt da. Medojevic darf auch durchlaufen. Darf ja auch machen, was er will. Ja, Fritz versucht es wenigstens, aber ich bin kein Freund von Grätschen. Eine Grätsche heißt, entweder du kriegst den Ball oder du verursachst schon fast eine Torchance. Oh, und da klär ihn. Galvez in letzter Sekunde hier, meine Herren. Und Elia, naja, macht nicht wirklich was. So, Flum jetzt hier. Im Zweikampf mit uns gewinnt er. Zambrano. Wir müssen jetzt hier powern. Wir müssen Druck machen. Wir sind die Einzigen, die hier vorne rumlaufen. Wenigstens mal ein bisschen Druck von anderen verspüren. Das wäre mal was. So, Di Santo, was ist los? Komm her damit. Gleich wieder vor die Murmel. Keiner läuft mit. Wirklich niemand ist hier mitgelaufen. Bleibt uns nur eine Wahl. Wir müssen hier selber versuchen durchzukommen. Aber es bringt natürlich nichts gegen zwei Leute. Einer bleibt stehen, einer geht mit. Und somit sind wir da überhaupt nicht in der Lage durchzukommen. So, schon einmal nach oben und dann hier schnell durch. Der gute Ball von Kroos, glaube ich, war's. Und schade, Trapp mit einer super Parade da. Meine Herren, das war eine gute Gelegenheit. Kroos hat da das Auge bewiesen. Das war nicht schlecht. Groß auch immer mehr dabei, sich hier in die Mannschaft zu spielen.
Da sehe ich andere Namen eher selten mittlerweile. Bargfrede beispielsweise nicht mehr so häufig unterwegs. Und Obrania glücklicherweise auch nicht mehr ganz so häufig. Und jetzt, na, Wolf. Ja, toll, wir stehen jetzt nicht frei auf der Seite. Sonst hätte ich ihn angefordert. Er gibt uns den ja sowieso hier. Oh, erfolgreicher Pass, gewonnene Kopfballduelle. Gibt's nochmal einen Kopfball dazu. Bringt uns nicht allzu viel. Bei Ecken sind wir generell nicht gefährlich. Kann aber mal vielleicht einen schönen Flankenball damit verwandeln. Mal sehen. So, und jetzt kommt Di Santo. Letzter Angriff. Versucht doch mal nach vorne zu spielen. Und Elia verliert den Ball. Kommt schon. Eine haben wir noch. Wenn ihr das jetzt vernünftig angeht, haben wir noch eine Gelegenheit. Da kann noch was draus werden. Bitte keinen dämlichen Pass spielen. Dankeschön. Und jetzt durch. Der ist doch frei. Meine Herren, vor jetzt. Ach Gott. Gegen drei Leute muss man sich durchsetzen. War nicht unser bestes Spiel. Wir haben viele, viele Fehlpässe gehabt. Wie gesagt, lag jetzt nicht zu 100% an mir. Ich will mich da auch nicht rausreden. Aber ja, leider immer wieder zu kurz die Pässe gewesen. War ein bisschen doof. Er fühlt sich im Netz sehr wohl. 0:0 gegen Frankfurt bringt uns gar nichts, ehrlich gesagt. Und wir kriegen nochmal eine Beschleunigung dazu. Das bringt uns natürlich was. Ballkontrolle nochmal plus 1. Und dann würde ich sagen, gucken wir ganz schnell nochmal auf die Tabelle. Lukimia hier anscheinend der beste Mann. Ich weiß nicht warum, weil ich habe von Innenverteidigern hier gar nichts gesehen. Wir haben mit diesem Spiel natürlich nur unseren 7. Platz verteidigen können und Bayer Leverkusen hat gewonnen. Von daher sind die erste Mann Stücken weg. Und es ist sehr, sehr schwierig, jetzt noch in die internationalen Ränge reinzukommen. Wir müssen da auf jeden Fall zwei Spiele gewinnen. Und Leverkusen müsste mindestens zwei verlieren. Da bin ich gespannt. Beziehungsweise sie können auch alle unentschieden spielen. Das wäre natürlich genauso gut. Und das nächste Spiel findet gegen Hannover 96 statt. Das aber beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Schuto.